Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Urban Nightmares. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und ihr habt mir in den Kommentaren ganz viel weitergeholfen, wie das hier wohl mit dem Rätsel weitergeht. Und demnach werde ich da jetzt mal drauf eingehen, denn ich kann euch das am Ende gleich erklären. Erstmal müssen wir das eingeben. Das war nämlich Lot. So, glaube ich. Lot. MM. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Noch ein O. Ein T. Und ein L. Yes. Und passt auf. Jetzt, ja toll, jetzt ist der Hinweis weg. Aber auf jeden Fall, es ging ja darum, zweimal Ente, dann der Nachfolger, dann, glaube ich, waren es Els irgendwie so. Auf jeden Fall, ihr habt das Rätsel ja von der letzten Folge. Falls ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr da ja wahrscheinlich reinschauen, denn sonst kommt ihr mit der Story gar nicht mit. Auf jeden Fall, unten dann noch ein um 90 Grad gedrehtes E, was natürlich keine 3 ist, so doof wie ich bin, sondern ein M. Und dementsprechend kommt man dann auf Lot. So ein ganz komischer Ausdruck. Da sind wir auf jeden Fall stehen geblieben. Was ist das? Er hat eine tiefe Stichwunde im Bauch. Ich will nicht sterben. Alles nur nicht das. Gibt es in der Nähe einen Arzt oder ein Krankenhaus? Ja, dorthin wollte ich, aber es ist zu weit weg. Gib die Hoffnung nicht auf, ich... Nein, es ist zu spät. Ich werde sterben. Das habe ich nicht verdient. Es ist nicht meine Schuld. Tja, er hat aufgehört zu atmen. Well, that's how you die in a game. Sup, einmal kurz speichern. Er hat aufgehört zu atmen. Oh Gott, nein. Oh nee. Jetzt geht's einfach ums Überleben, oder was? Jetzt kann ich hoch? Das reicht noch nicht. Oh oh. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, wie genau ich dem das alles hier ausweichen kann. Komm schon. Okay, mal wieder, wie man das aus Horror, Spielen kennt. Die gute alte Dreimal-Regel. Nein. Hey. Sind wir tot? Ohne Witz, in solchen Spielen hasse ich es zu sterben. Das muss wirklich einfach gar nicht sein. Ich muss aber zugeben, dass diese... Ich finde die unberechenbar. Bin ich komplett doof? Oi, Karamba. Okay. Der Run läuft aber schon ganz gut. Wir haben auch wieder volle Lebenspunktzahl. Das ist ganz gut, dass ich das auffülle. Das finde ich gut gemacht von dem Spiel. Einfach in Bewegung bleiben. Okay. Huh. Man darf halt nicht von diesen Säuretropfen getroffen werden. Komm schon. Und das ist jetzt das dritte Mal. Und damit haben wir es auch geschafft. Hell yeah. We did it, Dora. Und da kommen wir jetzt aus irgendeinem Loch raus. Yay. Marcel! Was machst du hier? Ich hab doch gesagt... Und ich hab mich anders entschieden. Ich lass mich nicht von dir herumkommentieren, Marcel. Gut, wie du willst. Dann beschwer dich aber nicht, wenn dir etwas passiert. Ich wurde fast von zwei Monstern umgebracht und das waren wirklich Monster. Das sind diese Köter auch. Du hast recht, wir sind hier nirgendwo sicher. Das Einzige, was uns beschützen kann, ist das hier. Ein Streithammer. Damit kriegst du jeden Schädel klein. Aber weißt du, was geil ist? Diese Viecher können gar nicht getötet werden. Sie stehen nach kurzer Zeit einfach wieder auf. Das ist alles so lächerlich. Ich habe die Frau gefunden, die den Köter auf mich gehetzt hat. Oh, sag nicht, du hast sie umgebracht. Bitte. So sieht man sich wieder. Lass mich in Ruhe!
Das klang aber gar nicht gut. Ist bestimmt gebrochen. Bitte, bitte tu mir nichts, ich... Ach, auf einmal bist du so kleinlaut. Dafür, dass du diese Missgeburt auf mich gehetzt hast, sollte ich dir jeden Knochen brechen. Marcel! Da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Liebst du diese Frau? Was? Natürlich nicht. Warum schlägst du sie dann? Sag mal, hast du den Verstand verloren? Wenn man jemanden liebt, muss man ihn also schlagen. Danke, Game. Das ist Schwachsinn. Danach ist sie weggelaufen. Das war nicht Christina. Es gibt hier Doppelgänger von uns. Ich habe zwei getroffen. Sowas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das nicht Christina ist. Ich verstehe das nicht. Wo sind wir, Marcel? Und warum sind wir hier? Das ist mir sowas von scheißegal. Ich will nur wissen, wie wir hier wieder wegkommen. Es soll ein Tor geben, das uns aus der Stadt führt. Wenn es weiter nichts ist, ich habe da hinten die Stadtmauer gesehen. Ja, da ist doch das Tor. Es ist wirklich da. Und da ist der Typ. Öffne das Tor, Arschgesicht. Der die wagenumwogene Frage stellt. Warum bist du hier? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Mach endlich das Tor auf. Du bist ziemlich schwer vom Begriff, was? Ich hab auf diese Scheiße echt keine Lust mehr. Sehr toll, Marcel. Und jetzt? Marcels Gesicht. Das ist doch alles nur ein schlechter Scherz. Ich geh Christina suchen. What the actual fuck? Er ist wieder aufgestanden. Das haben schon einige versucht. Der geht nicht tot. Geht dieses Tor überhaupt auf? Hab ein paar Mal gesehen, dass es aufgegangen ist. Die Leute haben irgendwas zum Wächter gesagt. Weiß nicht was, sonst wäre ich nicht mehr hier. Hab gehört, dass es jemanden im Zentrum der Stadt gibt, der über alles Bescheid weiß. Ich trau mich aber nicht, das ist dort ziemlich gefährlich. Lieber für immer gefangen als tot, nicht wahr? Ist das nicht das Gleiche? Dieb. Okay. Hi, Edewitzka, das sieht hier aber gruselig aus. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Was gibt's denn hier? Eine Nähmaschine. Überall ist eine Nähmaschine. Alles ist eine Nähmaschine. Und ein paar Wollknäuel. Was haben wir hier? Der Schrank ist leer. Dann können wir wieder gehen. Aber da oben ist eine Nähmaschine. Sollten wir uns merken, denn bestimmt werden wir diese Nähmaschine irgendwann mal brauchen. Hausregeln für diese Wohnung. Das war eine Menge. Ein Gästebuch. Eine Zeitung von 1950. Warum von 1950? Alte Zeitung aus dem 20. Jahrhundert. Die Treppe ist eingestürzt. Ja, yippie-yay. Ein Tresor. Dafür haben wir natürlich nicht die Kombination. 1950 wird nämlich mit Sicherheit nicht die Kombination sein. Es würde mich arg wundern bei so einem Spiel. Wenn sowas Einfaches an die Kombination ist. Das glaube ich nicht wirklich. Was haben wir hier? Sarah! Du schon wieder, was willst du von mir? Das habe ich mich damals auch gefragt. Sarah hat das vielleicht... Aber du bist nicht Sarah. Du bist nichts weiter als irgendein Trugbild. Bist du dir da so sicher? Vielleicht bin ich die echte Sarah. Und die andere ist falsch. Auf das Spielchen lasse ich mich nicht ein. Sag mir lieber, warum ich hier bin. Weil du es verdient hast. Tu nicht so, als ob du das nicht weißt. Ist es Rache? Geht es dir... Nein. Sarah, um Rache? Oh, du bist ja nicht so dumm. Ich werde dir das Leben zur Hölle machen, so wie du mir. Traumhaft. Da freut man sich drauf. Yay. Ein Akkubohrer. Sehr schön. Übrigens, auch wo wir jetzt mittendrin in dieser Folge mal wieder sind, schaut unbedingt gerade mal rein. Heute kam das neue DLC raus zu The Evil Within. Wenn ihr Fan seid von Horror-Games wie dieses hier zum Beispiel, nur vielleicht mit einer etwas hübscheren Grafik, solltet ihr da mal reinschauen. Da geht's nämlich jetzt weiter. Und wir haben ein altes Radio. Da ist eine Metallwand, da können wir bestimmt einen Akkubohrer benutzen. Er braucht zwei AA-Batterien. So. Warte, sind vielleicht hier welche drin? Vielleicht sind da ja... Ja. Eine AA-Batterie. Oh yeah. Guck mal, eine Batterie haben wir schon mal. Das ist ein Anfang, möchte ich meinen. Ach Gott, hier kommen wir überall noch weiter. Ja, das wird jetzt ein Spaß.
Ein paar Bücher über Programmiersprache. Hilfe. Wo geht's hier hin? Irgendwo in letzten Bums. Ein Notstromaggregat. Heißt das, wir haben jetzt den PC angemacht? Ja. Ein Computer, ein Videorekorder und ein Drucker. Toll. Ist das da oben nicht Christine? Ein Kind. Hallo, ich bin Natalie und du? Lisa. Da hinten liegt ein Schlafsack und ein paar geöffnete Konservendosen. Wohnst du hier? Ja. Es gibt doch so viele Häuser in der Stadt, dort ist es bestimmt viel schöner. Nein, mir gefällt es hier. Well, okay, I can't help you ass. Und ich traue mich nicht mehr hier raus. Was hältst du davon? Du kommst raus und dann suchen wir zusammen eine Wohnung für dich. Später, wenn ich einen Weg aus dieser Stadt gefunden habe, hole ich dich ab und wir gehen nach Hause. Ich will aber nicht allein sein. Wir finden bestimmt jemanden, bei dem du wohnen kannst. Nein, die sind alle verrückt. Ich will Magdalena zurück. Wer ist das denn? Meine Puppe, sie ist weg. Ich habe eine Idee. Ich bringe dir Magdalena zurück und dann kommst du raus. Einverstanden? Ja. Okidoki. Dann sollten wir uns das mal merken. Die brauchen also eine Puppe. A puppet. You need the puppet. Können wir das verschieben? Dann weiß ich nämlich jetzt schon, wo das hin muss. Und wenn wir hier zwei solche hohen Kisten hinstellen, können wir da rüberlaufen. Was ist da in deinen Boden gedrückt worden? Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Was steht da? Unleserliche Schriftzeichen. Nee. Hilfe. Schlafanzüge. Ey, was wollen wir denn mit Schlafanzügen? Da liegt doch was, oder nicht? Eine Batterie! Ja, wunderbar! Dann kommen wir die, kombinieren wir die damit. Und die damit auch. Das heißt, der ist jetzt betrieben und wir können da die Wandplatte lösen. Was natürlich ganz gut ist. Eine Videokassette erhalten. Die können wir uns ebenfalls anschauen, natürlich. Okay, da gehen wir nie wieder raus. In keinem Fall gehen wir da jemals wieder raus. Das Tor ist abgeschlossen. Okay. Können wir hier unten lang? Nee. Ich weiß nicht, was da so komische Geräusche macht. Wir verziehen uns jetzt einfach mal hier schnell. So. Hier war, glaube ich, die... Ja, genau. Hier war die Wandplatte, die wir abschrauben können. Hilfe. Und was verbirgt sich dahinter? Ein Loch. Ein Tuch. Ja, das können wir jetzt uns bestimmt dann irgendwie zusammenbasteln zu einer Puppe. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen, aber bestimmt geht das irgendwie. So, hier können wir jetzt die Videokassette einlegen. So, auf dem Video ist ein Zettel zu sehen. Ich drucke ihn mal aus. Hinweiszettel erhalten. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen. Pferd, Spinne, Horst, Fische, Marienkäfer. Geht's darum, wie viele Beine das hat, oder was? Aber das sind jetzt ja 5 Sachen. Und ich glaube, es geht doch um eine 4-stellige Kombination bei dem Tresor. Vielleicht ist das ja ein Hinweis für den Tresor, man weiß es nicht. Ihr könnt euch das Rätsel auf jeden Fall mal anschauen und ihr seid jetzt mal wieder eingeladen dazu, mir in den Kommentaren zu helfen, was ihr von diesem Rätsel jetzt versteht und was ihr denkt, wofür das denn stehen könnte. Helft mir mal sehr gerne in den Kommentaren, da unten einfach jetzt reintippen und drauf loslegen. Und wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, lasst doch ein Abo da. Das heißt, einfach nach oben draufklicken auf Brain Chacho werden und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. An der Seite gibt's ganz, ganz viele RPG-Maker-Spiele, die ihr euch unbedingt mal ansehen solltet. Und das wär's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr auch gerne eine positive Bewertung da lassen. Und das wär's für heute. Bis dann. Euer Brain. Tüdelü. Mit Ü.